Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Ich bin der DSD Steve und Euer Let's Play Retrovert. in diesem Part gehen wir in das Schlaftor und werden Zombies fangen. Oh ja. Vermutlich werden wir danach auch noch ein paar Vögel fangen, denn die Zombies, die wir brauchen, erscheinen alle auf den ersten Stufen. Wir brauchen wirklich nur diese ganzen Anfangsmonster. Ja, Das also ist echt witzig. diesen Geist hier gleich. Genau. Bei Zombies ist es halt auch wieder so. Ich finde schon, dass es bei Zombies wieder relativ viele gute gibt. Also zumindest brauchbare. Ja, das sind halt alles Monster, die irgendwie vergiften und lähmen können und so. Ja, zum Beispiel. Verwirren. Das ist alles schon ganz okay. Todesadel zum Beispiel. Den fand ich damals wirklich sehr, sehr cool. Und der kann sogar Tod einsetzen. Geist kommt mit. Nehmen wir mal Ghost. Ja, genau. Wer auch noch ganz cool ist, natürlich klar, Dämon selbst. Was natürlich ganz witzig ist, dass der Dämon ein Untoter ist. Ja, das stimmt. Und kein Teufel. Aber naja, das ist entweder wieder ein Übersetzungsproblem oder aber. Na, Nee. wobei, es passt eigentlich. Vielleicht ist in der asiatischen Mythologie auch ein Dämon und ein Untoter. Ich glaube, das ist durchaus eine. Oh, das ist, glaube ich, gar nicht so eine einfache Frage. Was ist ein Dämon? Ist ein Dämon ein Untoter oder eher ein Teufel? Naja, das ist wie gesagt, es Also. wird da wahrscheinlich Unterschiede in der östlichen und westlichen Mythologie geben. Ja, richtig. Aber es scheint, dass Hier, wir Zombies, den brauchen wir noch. Zombies, ja? Zombies, ja. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch mit diesem ganzen asiatischen Kram nicht so Also ich aus. sag mal Wenn ich so. mal irgendwelche Samurai-Spiele oder sowas gespielt habe, dann. Ja, Dämonen sind auf jeden Fall böse Geister, aber. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass ein Dämon auf jeden Fall ein Untoter ist. Deswegen ist er grundsätzlich. Ja, wie Steve, wie gesagt, du kannst halt sagen, es ist ein Geist. Das heißt. Ja, also ich denke mal, er ist bei Zombies nicht falsch einsortiert. Man könnte ihn aber auch schon als Teufel sehen. Ich weiß nicht. Obwohl, nicht, aber als Diener eines Teufels. Dämonen sind eigentlich Diener vom Teufel. Und deswegen würde er auch eigentlich zu Teufel passen. Also aus Ja, bei diesem. uns, ja, wie gesagt, das ist halt bei uns im Westen so und ich weiß nicht, wie es im Osten ist, Ja. deswegen. Ihr könnt da ja mal eure Auffassung dazu in die Kommis schreiben. Oder einfach das Wissen, falls ihr Ja, irgendwas Genaues wisst. genau. Ja, also natürlich, diese Anfangsvideos sind natürlich hier alle Crap. Ich denke, man muss man nicht so viel. Ja, zu sagen, dass die jetzt nicht irgendwie gut sind. Gut, dann denke ich mal, haben wir hier schon alles. Glaube ich auch. Wir machen es mal noch zweimal. Ja, Knechte braucht man halt immer sehr viele im Spiel. Ja. Das ist so ein bisschen zweideutig, dass er auch noch Knecht heißt. Ach, ich glaube, der Name passt sehr gut. Ja, Wir ja. sind ja jetzt auch durch. Gut. Du hast ja alle vier Monster gesehen. Ja. Okay, Leute, dann sehen wir uns, wo keine Knechte mehr sind. Und welch Zufall, es war exakt auf der Ebene, wo wir auch weiterfangen wollten, ein Master mit einem Phönix, der aufgestanden ist aus der Asche und mitkommt. Wie poetisch von mir. Es geht so, aber die Königin wird sich freuen. Naja, wir wollen wieder Bin ja mal was. gespannt, was sie diesmal an dem Phönix anmacht. Ja. Wie nennen wir ja Föni. Schön, ja. Und wir werden geheilt. Ja, los, komm, verschwinde. Dann schauen wir mal, welche Monster uns hier erwarten. Knight und Mumie. Haben wir davon irgendwas? Weiß ich gerade gar nicht. Glaube, die Mumie hatten wir sogar schon mal. Ja, die Mumie hatten wir auf jeden Fall. Und der Knight ist eins der Monster, das hier in der Liste fehlt. Deswegen musst du da selbst nachschauen. Gehört immer zur Truppe. Der Knight, ja? Na okay, perfekt dann. Haben wir bereits zwei Monster auf dieser Ebene durch? Von 4 bis 5. Knight, finde ich sieht aber auch ganz cool aus.
Ist halt ein untoter Ritter. Ja. Gibt es ja eigentlich so in dieser Richtung natürlich noch Mad Knight. Schlammer. Den brauchen wir noch. Und bisher der Quoten Knight und Quoten Mumie ist wieder dabei. Ja. Aber Schlammer sieht schon ein bisschen. Er sieht ein bisschen armselig aus. Ja, ja. Was soll er eigentlich darstellen? So ein in Schlamm gefallenes Insekt, das untot wieder auferstanden ist? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe ihn Schlammer im Team gehabt und ja, ich glaube, das hat allgemein niemand auf dieser Welt jemals. Ja, also in Schlammer im Team. Ihr könnt aber gerne eine Video-Antwort machen, wie ihr mit einem Schlammer alleine den Monster Master besiegt. Genau, Schlammer Solo Run. Also, das nehme ich sehr gerne als Video-Antwort an. Pixie, du darfst gehen. Genau, brauchen wir sowieso nicht mehr. Also vermutlich nicht, und naja. Also Schlammer Only Run. Also das würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also. Dann hättet ihr mit Steve immer einen Viewer. Also es wäre schon. Das hätte schon was. Und mal gucken. Ja, Nachtblips, den brauchen wir auch noch. Der sieht auch nett aus. Das ist so simpel gemacht an sich, also den hätten noch wir zeichnen können. Ja, das sieht halt ein bisschen blöd aus. Also, aber der sieht halt genauso blöd aus wie das Monster, aus dem er entsteht, nämlich der Firebird. Der sieht auch dumm aus, ja. Das war halt auch damals so. Ich meine, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte das Spiel noch nicht allzu lange und ich habe irgendwie noch keinen Master getroffen aus dem Ausland, beziehungsweise noch keinen mit einem Phönix. Und dann paar ich irgendwie und dann kommt ein Firebird raus. Ja, Firebird, das klingt ja erstmal ganz cool, hä? Ja, die Schlammer ist wieder weg. Die Enttäuschung war dann natürlich groß. Das kann ich mir vorstellen. Aber es war sowieso so, der allererste Spielstand Dragon Quest Monsters Filme, den habe ich irgendwann gelöscht und nochmal neu angefangen. Ich glaube, es hat jeder gemacht, weil man irgendwie die coolen Monster alle weggepaart hatte und man kam irgendwie nicht weiter. Ja, genau, man hat dann irgendwie total verpaart und ja. Man hat sich das Spiel nicht verbaut, aber es ist gerade, wenn man keine Ahnung hat, dann schon ganz schön schwierig geworden. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, denn richtige Probleme hatte, wo wir diese dem letzten Tor, wo Löwenhals ist, und der immer Gigawind und boah. Ich glaube, wir können dann aber auch weiter. Ja, denke ich auch. Ja, hier ist nichts mehr. Ja, okay, dann bis gleich. Ja, offscreen waren wir in einer Arena gewesen hier zwischendurch und ich muss sagen, da war jetzt zum Schluss ein Team, mit dem kann man das Spiel durchaus durchspielen. Hatten wir Schatten schon? Ich glaube auch nicht. Also Gespenst hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, Schatten hatten wir schon, Gespenst noch nicht, gut. Aber das sind alles Monster, die in dieser Liste hier bei mir gefehlt haben. Okay. Und auf jeden Fall hatte der hat fast unser Easter Egg fertig gemacht. Muss dazu sagen, ich muss tatsächlich Gigahai einsetzen. Und zwar ein Dragbot, ein Unihorn und ein Megadrag. Also mit dem Team kann man das Spiel wiederum durchspielen. Das funktioniert schon. Dragbot kann man sich aber ziemlich schwer abhauen. Also schon ein bisschen. Ja, das ist schon. Dragbot kann man sich. Na, wobei es geht. Ja, es ist aber schon etwas nerviger. Auch dafür halt ein Undoreal. Ja, es ist schon ein bisschen stressiger, muss man sagen. Also ein Undoreal kriegt man schnell. Drache plus Beißapfel. Ich meine, wie gesagt, das Paaren in dem Spiel, das ist halt schon eine ziemlich langwierige Sache. Aber das ist eben auch okay. Das ist halt Endgame-Content. Ja. Ja. Und das ist eben auch ja, perfekt. Erhöht halt die Motivation. Oh, Spirit hat mir den schon. Ich glaube, den haben wir uns mal bei einem Master gefangen. Ich denke auch. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch das Tolle, dass man eben so in den ganzen Paaren, dass man sich eigentlich wirklich sein Team beliebig zusammenstellen kann. Klar, es gibt natürlich ein paar Füllermonster, na, gar keine Frage. Die muss es geben. Aber es weißt ist... Weißt du eigentlich, was das Allergeilste ist in dieser Liste, die ich hier habe? Da fehlen diese ganzen Füllermonster. Das sind wirklich nur die Monster drauf, die schwierig zu erpaaren sind, ja. Ich meine, klar, wer will sich schon den Spirit erpaaren oder den Schatten? Ich glaube, wir haben jetzt hier alle. Sag mal, kann es nicht sein, dass wir nicht generell jetzt nicht schon alle Teufel haben? Untoten meinst du aber? Ja, Untote.
Wir haben jetzt erstmal zwei gefangen, jetzt nochmal einen. Dips gefangen. Ein Moderrabe fehlt noch. Aber den kriegen wir. Ding. Oder Moderrabe, ist das nicht ein Flugmonster? Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal auf der nächsten Ebene wieder, wo es Monster gibt. Und wir schauen nochmal vielleicht nach. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass tatsächlich uns nur noch ein Monster hier fehlt. Und zwar der Moderrab, und den können wir uns auch erfahren. Mit dem Phönix, den wir uns vorhin gefangen haben und den wir jetzt erstmal der Königin zeigen. Richtig. Und da müssen wir halt, ja, hier ist nichts weiter machen. Holen uns den. Wobei die Frage ist natürlich, ich meine, wir müssen da jetzt nächstes sowieso ins Vogeltor, ja? Wollen wir da wirklich den Phönix verfahren? Eventuell brauchen wir den wirklich nochmal für irgendeinen Quatsch. Müssen wir nochmal einen... Ja, wir fangen uns sowieso nochmal die ganzen blödsinnigen Vögel. Brauchen wir noch einen Gottwag oder sowas? Auf jeden Fall. Ja, und für einen Gottwag braucht man einen Skydwag, also braucht man Phönix. Ja, gut, dann behalten wir den Phönix. Oh, Phönix, ja. Phönix, fast wie Eisfalke. Gute Leistung. Die Belohnung wartet schon. Das ist ein Trickbuch. Passt gut drauf auf. Es passt aber. Phönix ist fast wie Eisfalke, aber man bekommt ein Trickbuch. Das stimmt. Das ist durchdacht. Das ist gut gemacht. Deine Schwester Milaya ist hier. Sie ist eine wirkliche Schönheit. Als ich sah, wie sich mein Mann im Turnier freute, dachte ich, dass ich wieder zum Schloss müsste. Aha. Der Zusammenhang jetzt? Labern Sie nochmal an. Okay. Ab und zu glaube ich, dass ich zum Schloss zurückgehen sollte. Aber vorher möchte ich einmal den Death King sehen. Diese Zombie-Art soll fürchterlich aussehen. Den haben wir ja sogar. Den haben wir. Ja, perfekt, dann machen wir das jetzt auch noch. Ja. Also. Es wäre jetzt bescheuert, das nicht zu tun. Und dann gucken wir auch noch, ob wir nicht da auf der anderen Box nicht noch irgendeinen anderen Vogel haben. Wie gesagt, wir fangen uns ja sowieso noch Vögel, also von daher. Ja, wär's zur Not schon egal, das stimmt. Dann legen wir die Akte im Monster hier schlafen. Sieht nicht so aus. Nee. Aber ich dachte, wir haben einen Death King. Wahrscheinlich beim anderen, oder? Da habe ich mich total geirrt. Ich könnte aber auch... Doch. Ja. Da. Der ist mittlerweile auch schon auf Level 30. Sag mal kurz, was der für Werte hat. Den hatten wir auch mal im Team gehabt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist ja mit der Lauschen ewig her. Und Death King brauchen wir auch noch für die Bossmonster. Von daher... Oh, Death King. Wie traurig er aussieht. Gute Leistung. Kommen wir nun zur Belohnung. Das ist ein Witzbuch. Okay, das... Okay, also traurig aus, man will ihn aufmuntern. Kriegt man ein Witzbuch. Na dann, was willst du als nächstes sehen? Erfülle meinen nächsten Wunsch. Bring mir König Leo, den König der Tiere. Okay. Später. Ja. Wir haben einen Jabba. Ich glaube, mit einem Jabba kann man sich eventuell einpaaren. Wir haben auch schon einen Powerfunden. Okay, das ist sehr gut. Und ich glaube... Ja, dann ein zweiter Powerfund ist ja echt kein Problem. Einen zweiten Powerfund bekommen wir auch noch als Belohnung vom Medaille. Oh. Das ist natürlich perfekt. Wenn wir den noch nicht haben. Naja, dann wie viele Filets hast du? Einige. Ich würde sagen, wir gucken aber mal ganz schnell offscreen noch nach, wie viele Vögel uns fehlen, kaufen noch mal Filets nach, also wir sehen uns beim Vogeltor, also bis gleich, Leute. Und auf ins
Steuertor. Ja, wir müssen aber keine Steuern zahlen, sondern wir brauchen nur Vögel. Nein, die Vögel steuern nämlich durch die Luft. Und beide haben noch nicht, oder? Oder? Ja, ich glaube. Ja, dein Virenscanner von der Aktuelle. Wir beide, oder? Hörst du mich noch? Steve? Ja. Alles klar. Okay. Dein Virenscanner wurde zwischendurch aktiviert, oder? Aktualisiert. Ja, alles klar. Das war gerade ein bisschen blöd, aber ja. Passiert eben dann, wenn man gerade nicht dran denkt. Und noch ein zweites Filet und dann wird er wohl sicher mitkommen. Noch ein zweites Filet, du übertreibst es. Ich meine, das sind Monster, die kann man am Anfang mit Futter und Schinken fangen. Okay, wir müssen was wegschmeißen. Gespenst brauchen wir nicht, oder? Ja, brauchen wir nicht mehr. Pick. Oder? Ich meine, wir brauchen halt einen Untoten, aber ich glaube, wir haben noch einen anderen Untoten. Ich hoffe jetzt auch. Ja, im allerschlimmsten Fall fangen wir uns den Moderraben einfach. Und es ist übrigens nicht der Todesadel, nee, nicht der Todesrabe, sondern der Moderrabe. Ja, genau, richtig. Das haben wir nicht gerade festgestellt. Ja, Schnabler brauchen wir noch. Ich dachte, am Anfang, der war übel stark, weil ich musste gleich an Tauros denken. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das wie ein Vogel sein soll. Sieht für mich eher aus wie eine Bestie. Naja, er entsteht ja auch aus Vogel und Bestie. Ja, aber sieht schon... Also, ich weiß nicht, was an dem Vogel sein soll. Wen ich eher stark finde, ist die Kampfeule. Der Schnabeler, der sieht eher blöd aus. Aber die Kampfeule, die sieht stark aus. Kampfeule ist auch richtig gut. Keine Kampfeule kann man durchaus spielen. Die Kampfeule ist so der Grizzly der Vögel. Ja, definitiv. Also... Da macht man definitiv nichts bei falsch, die einfach zu nutzen. Wow. Schnabler wollte nicht nach einem Filet mitkommen. Und den haben wir noch nicht? Nein. Krass. Haben wir uns jetzt überhaupt schon irgendwas gefangen, seitdem wir hier sind? Ja, na klar. Das ist jetzt irgendwie an hier vorbeigegangen, was denn? Den Picker. Wir waren Picker? Ja, du hast doch gerade noch gesagt, dass du den blöd findest. Ach so, ja. Ich ja, stimmt. Also. Nee, ich habe jetzt nur weiße Monster miteinander verwechselt, deswegen. Was? Das waren gerade zwei Filets. Steve, dann lade lieber nochmal. Jetzt habe ich davon nicht gespeichert. Schnabler haben wir doch definitiv noch nicht, oder? Jetzt gucke ich nochmal. Also, jetzt bin ich gerade echt irritiert. Schnabler gehört noch nicht zur Truppe. Der ist wahrscheinlich genauso schwierig zu fangen wie ein Erbslime. Ja, also wir nutzen jetzt nochmal ein Filet. Also... Geldtechnisch gesehen ist es mir halt egal, wir haben genug Geld für den Rest des Spieles, aber es ist schon ein bisschen lächerlich gerade. Ja, na endlich. Hat ja nur 5000 gekostet, das Vieh. Ja. Aber. Wir dürfen jetzt eigentlich hier alle Monster gesehen haben, oder? Ja, das glaube ich auch. Picker und Schnabler gefangen. Ja. Leute, dann sehen wir uns gleich bei anderen dummen Vögeln wieder. Es wird Zeit, weitere Vögel uns zu holen. Ich hatte schon, es wird Zeit, Harfe zu spielen. Todpicker, haben wir Todpicker schon? Ich glaube, wir haben ja noch nichts. Ja, haben wir beide noch nicht. Cool. Ich glaube, mit Nervvogel konnte man sogar irgendwas paaren. Was? Vielleicht ein Tanzente oder ein Tanzvogel oder so. Ich nutze das mal Nugget und dann... Genau, mach das mal. Nugget und dann Filet.
Aber ich denke schon mal, ich habe den Leuchtturm für irgendwas mal benutzt. Kann irgendwie sein, dass ich damit einen Fangslime paaren kann? Kann durchaus sein. Ja, ich glaube nämlich ein Fangslime. Und mit dem Fangslime bekommt man ja ein Unihorn. Ja, aber tschüss. Ja, mach's gut. 5000 gekostet, wir haben den Eintrag in Monsterdex bekommen und ja. Du wirst danach weggeworfen. Und durch einen nervenden anderen Vogel ersetzt. Wortwörtlich. Und da ist der Todesrabe. Flora haben wir jetzt schon? Ich denke schon. Ja. Ja. Flora King ist ja das erste Monster, was die Königin sehen will. Ja, stimmt. Ja, dann fehlt uns ja auf der Stufe hier nur noch... Ah, okay, der Nervvogel ist doch in meiner Liste drin. Dann fehlt uns ja nur noch der Todpicker. Und dann sind wir auch mit der Ebene schon wieder fertig. Und dann fehlen nur noch zwei Vögel insgesamt. Glaube ich auch, ja. Welches Geschlecht muss denn der random Vogel noch haben, den wir brauchen? Wie bitte? Wir brauchten noch einen Vogel. Weißt du gerade, welches Geschlecht? Nee. Ist natürlich gerade ärgerlich, dann versuchen wir einfach mal beide Geschlechter zu haben. Und hoffen, dass der Todpicker sein viel Leben sind, das ausreicht. Ich meine, sein Körper ist jetzt nicht gerade so groß, dass er mehr als ein Filet fressen könnte. Ja, haben wir doch gesagt. Welches Geschlecht ist der denn? Der ist weiblich, so. Dann schicken wir jetzt mal... Den Horndämon brauchen wir nicht, oder? Von mir aus? Brauchen wir nicht, oder? Kann man nee, wobei den Hornkäfer, den brauchen wir doch noch, Horndämon. Oder? Für den Skorpion. Horndämon. Ach so. Ja, der Hornmann, alles klar. Ja, der kann weg. Der Hornmann, genau. Todpicker. Die nehme ich jetzt tatsächlich mal mit, um das Geschlecht zu wissen. Weiblich. Was war der Nervvogel auch weiblich, ne? Ja. Ja, gut. Ärgerlich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind direkt durch auf Ebene 21, weil die Monster dazwischen auf Ebene 11 hatten wir schon alle. Das waren... Boah, Donner sogar. Sogar. Ja, da bist du ganz schön platt, hä? Nicht schlecht, ich meine, Donnerer zwischendurch einfach mal zu treffen. Immerhin braucht man für den 13 Medaillen. Ja, das stimmt, das sind ganz schön viele. Wobei 13, also ich glaube, man findet ja irgendwie schon 15 oder so allein in der Stadt. So viel sind es nicht, 8 oder so. 8 oder 9. Also im Höchstmaß der Gefühle 10. Ja gut, das kann sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Jetzt haben wir zwei Nuggets und ein Filet. Weil ich glaube eigentlich nach dem Sternturnier sind noch ein paar neue Medaillen da, oder? Ja, aber... So, jetzt schicken wir erstmal den Todpicker weg. Genau. Und der ist männlich, super. Dann können wir nämlich danach nochmal paaren. Super, Hammer, die Chimäre bekommen. Klasse Sache. Und ich finde, das sind ja echt coole Monster. Wie bitte? Ich finde, das sind ja alles gerade cool im Aussehen. Chimäre sind gerade alles coole Monster. Rockvogel ist cool. Und auch Hörgeier ist cool. Okay. Ja, liebe Zuschauer, wundert euch nicht, dass ich in diesem Part des Öfteren mal wie bitte frage. Wir nehmen jetzt schon einige Parts ineinander auf und Skype beginnt langsam... Ja, ein bisschen zu nerven. Ja, das erinnert mich an die guten alten Bladi-Bladi-Zeiten zurück. Ja, auf jeden Fall. Die ja hoffentlich auch mal demnächst mal wieder losgehen. Wie gesagt, ich rechne so gegen 2015 damit. Oder irgendwann, wenn du mit deinem Studium fertig bist und einen Job hast. Kam nicht mit dem Filet. Er kam nicht mit.
Die Frage, aber hier direkt die nächste Chance. Die Frage ist halt, wer zuerst angreift. Ja, das suchen wir uns aus. Ja. Rockvogel hat ziemlich massig HP oder Verteidigung, gute Verteidigungswerte, weil er hält immerhin den Angriff von Istark aus. Das Allerschlimmste ist, dass der Rockvogel auch der hier Eisener kann. Ja. Wenn er das macht, dann kann man echt nur noch fliehen. Wow, oh, der kann Allheil. Wow. Das ist echt fett. Also, Vögel gibt's wirklich sehr viele gute. Also, ich glaube, das ist schon... Ja, gut. Das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen Pech. Hast du jetzt irgendwie nochmal gespeichert? Wir haben nur zwei. Zum Glück haben wir ein Tagebuch dabei. Muss ich schon sagen, haben wir echt Glück. Ja, also nehmen wir mal an, wir müssten dann jetzt, es wäre halt Spaß, wenn wir jetzt wirklich Tagebücher mit uns schleppen würden. Es würde einfach lang dauern. Ich werfe jetzt einfach mal in den Filet und hoffe, dass der nicht angegriffen wird. Ja, mach das einfach. Aber ich denke mal, wir brauchen wirklich zwei Filets für Rockvogel. Ja. Tja. Gelbe an, gelbe aus. Ansonsten... Aber hier gibt's jetzt schon, dass er die Chimera zuerst angreift. Er muss es einfach machen. Er muss es einfach machen. Vielleicht hast du den Höllgeier aber auch so sehr. Der kann Allheil. Bam. Tja, wir müssten mal irgendwie zwei Höllgeier... Ah, zwei Höllgeier wären ziemlich cool. Oder drei. So viel dazu. Ja. Oder drei. Und jetzt macht Istark einfach Geräusche. Ich nutze Big Bang. Du hast den ja aber auf Befehl. Nein, einfach so, er gehorcht nicht. Das wird so nicht funktionieren. Er hat ja null Wildheit. Ja, aber so einfach aus Prinzip, er hasst Höllgeier so stark. Alles klar. Er hasst ihn so stark. Nein, den kann er nicht unterstützen. Ja, also männlich. Ja, und dann schicken wir die Chimera weg und ja. Dann sind wir auch hier. Durch. Jo, das ist super. Dann fehlen zwei, oder? Wie bitte? Dann fehlen zwei Vögel noch, ne? Insgesamt. Oder nur eins? Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt alle Vögel haben. Könnte sein. Also wir machen anstatt die Paarung noch. Wir gucken einfach mal rein, ob wir alle haben. Genau. Ja, und ich weiß, die Parts sind lang, aber immer... Ja. Cool. Wir sind jetzt fast durch. Ich schau noch mal kurz zu den Mädeln hier, wie viele wir haben. 189 und eins kommt bis dazu, dann haben wir 190 und wir nur noch 25. Genau. Und von den 25, sind 10 oder so Bossmonster. Genau, also Fragezeichenmonster. Und die anderen sind dann richtige Bossmonster, wie zum Beispiel Akuba und Yamirus. Ja, die wir sowieso brauchen, um die Bossmonster zu erfahren. Genau. Also das geht dann wirklich zügig. Und ansonsten fehlen uns noch vereinzelt, ich glaube... Wen muss man jetzt nochmal mit wen paaren? Ein Slime fehlt uns immer noch. Nein, wir müssen zuerst einen Untoten nehmen. Einen Untoten? Wir wollen Untot. Schau mal grad durch. Braucht man Todesadel für irgendwas? Bestimmt, mach mal weiter. Wir hatten noch irgendein Crab-Monster. Nein, den brauchen wir auch. Es könnte sein, dass der in der anderen Box war. Hier, da, die Todeskrabbe. Ja. Mit... dem Höllgeier. Ja. Oh, komm mal, Moderabe. Und dann haben auch alle Untoten. Familie der Zombies, ja. Sehr schön, zwei Familien komplettiert. In diesem Part. Richtig was erreicht. Ja, dann wird wahrscheinlich der nächste Part schon sein, wo wir noch Kleinkram und noch paaren und so. Also ich denke mal, jetzt noch zwei Paarungsparts. Ja, genau. Zwei oder drei Paarungsparts und dann haben wir es geschafft. Ja.
Let's Play neigt sich jetzt wirklich dem Ende. So sieht er aus. Bisschen dusselig. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich würde mich über einen netten Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Ich war DSD Steve und euer Let's Play Retro World. Ciao. Dann auch zum Endspurt.